was du besitzt und ich besitze, gehört unserem Herrn. Geize nicht gegenüber Allah, denn er ist großzügig zu dir und zu dir. Ein Raka, ein Euro, und Allah subhanahu wa ta'ala yuzakkiha, yani vermehrt sie am Yawm Qiyamah, weil du etwas für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben hast. Somit hat er dadurch den Kern des Tawhid und der Aufrichtigkeit erreicht. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد meine liebe Geschwister im Islam, wir werden heute inshallah über Ausgaben im Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Ausgaben von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, an Besitz und Geld. Die Stellung der Ausgaben in der Religion gehört zu den höchsten Stellungen. Die Vorstellung der Muslime in Bezug auf die Anbetung begrenzt sich auf sämtliche Anbetungen außer den Ausgaben bzw. das Geld. Mit anderen Worten, die Anbetung Allah in Bezug auf das Geld. Obwohl die Menschen viel Gutes tun, sie beten, verrichten den Hajj, fasten, tun viel Gutes. Aber nicht jeder, der Gutes tut, gibt das, was Allah ihm an Geld gegeben hat, für das Gute aus. Noch schlimmer, er entrichtet nicht einmal die Zakat, obwohl dies zu den Säulen des Islam gehört. Das Geheimnis, meine Geschwister im Islam, können wir in den Versen rezitieren, die im Koran immer wieder vorkommen und das Gebet und die Zakat immer wieder miteinander verbinden. Dies teilt uns offensichtlich mit, dass sie für den Islam des Betroffenen beweiskräftig sind. Meine liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala berichtete seinem Gesandten über die Götzendiener seiner Zeit, die den Propheten bekämpften, sallallahu alaihi wasallam, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpft haben, dass derjenige, der zu ihm kommt, um seinen Islam anzukündigen und nach dem Aussprechen des Glaubensbekenntnis zu bereuen, zwei Zeichen nach dem Glaubensbekenntnis hat. Nachdem er Tauba, yani Eintritt in Islam, muss er zwei Zeichen, damit das nachher beweiskräftig für seine Religion. Und wir werden gleich hören, warum. Um seinen Islam anzukündigen und nach dem aussprechenden Glaubensbekenntnis zu bereuen. Zwei Zeichen nach dem Glaubensbekenntnis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie aber bereuen, das bedeutet, wenn sie ihren Islam angekündigt haben. Das ist die Bedeutung diesem Versen an dieser Stelle. Das ist hier mit der Reue gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wenn sie aber bereuen. Er nannte noch zwei Dinge, die man sieht und bemerkt. Sieht und bemerkt. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann sind sie eure Brüder in der Religion. Wenn sie aber bereuen, noch einmal zu dem Vers, bedeutet ihren Islam kundgetan haben, mit der Bedingung, dass sie zwei Bedingungen folgen ließen, die dazu beitragen, ihren Islam zu bekräftigen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten. Obwohl die Säulen des Islam mehr sind, obwohl andere Aufforderungen auch in dieser Religion vorzufinden, aber diese zwei Anbetungen werden oft im Koran im Zusammenhang gebracht. Obwohl die Säulen des Islam mehr sind und es gibt noch den Ramadan und den Hajj, nannte er diese beiden Bedingungen, weil sie einen tieferen, detaillierten Ausdruck des Glaubensbekenntnisses beinhalten. Dies bedeutet aber nicht, dass die anderen Säulen diesen Ausdruck nicht haben. Diese beiden Bedingungen, das Gebet und die Zakat, beinhalten jedoch einen tiefgründiger, klar und starker ausdrückende Tat. Während der Mu'min bezeugt, dass es kein Gottheit gibt außer Allah mit der Bedeutung, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer
dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat und der Einzige ist, der es verdient, angebetet zu werden, dieser Ausdruck weist auf die Aufrichtigkeit des Dieners gegenüber seinem Herrn hin. In anderen Worten, dass der Mensch seine Absichten und sein Vorhaben in seiner Anbetung und seinem Tun für Allah alleine reinigt. Er verrichtet eine Tat und beabsichtigt damit nur das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Er will nur einen guten Stellenwert bei Allah azza wa jal erreichen. Er will keinen Namen oder etwas anderes in diesem Leben, außer der Zufriedenheit Allah azza wa jal, egal womit, ob beim Gebet, beim Fasten, der Zakat oder etwas anderem. Somit hat er dadurch den Kern des Tawhid. Wenn man den Tawhid versteht, ist nicht nur ein Runterrattern der Regeln, sondern tatsächlich das Leben und der Praktizierung. Und das Nachkommen, die Aufforderung Allah und dem Konzept von Allah azza wa jal zu begreifen, was bedeutet für mich Abd, wenn ich wirklich ein Abd bin oder sein möchte. Somit hat er dadurch den Kern des Tawhid und der Aufrichtigkeit erreicht und somit seinen Islam verwirklicht. Das ist die Religion im Grundsatz und keine andere Bedeutung gibt es dafür. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so diene Allah und sei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion. Sicherlich Allah gehört die aufrichtige Religion. Was das Gebet anbetrifft, mein lieber Bruder im Islam, meine liebe Geschwister, so ist es klar und erkennbar durch seinen Rukur, durch Niederwerfung, seine Rezitieren und seine Erwähnungen zu dem einzigen Allah Azza wa Jal. Es ist nur den Menschen sehr gut erkennbar, dass du dich zu einem einzigen niederwerfst. Wenn einer sich niederwerft, weiß der Nächste, der macht das für Allah. Das ist ein klares Zeichen. Es ist jedoch sehr notwendig, mein lieber Bruder und meine liebe Geschwister im Islam, die zweite Aufforderung nachzukommen. Und das ist eine tiefgründigere, ausführende Tat, die man mit den Sinnesorganen wahrnimmt. Yani, dass die Leute auch als Zeuge auftreten und erkennen und sehen, welche aber eine tiefe Verbundenheit mit dem Tawhid hat. Hier bewahrheitet sich tatsächlich, ob jemand At-Tawakkul für Allah subhanahu wa ta'ala macht oder Al-Ikhlas zu Allah azza wa jalla hat und auch Vertrauen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Mit diesem Handel beweist er und zeigt er, dass er die Aufforderung Allah azza wa jalla nachkommt. Wenn du einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, so heißt dies, dass du ein Diener bist. Wenn du Allah Azza wa Jal anbetest, dann heißt es, du bist was? Ein Diener Allah bist du. Und dann musst du die Bedingungen erfüllen, damit auch diese Verwirklichung in dieser Religion auch wirklich stattfindet. Dann heißt es, du bist ein Diener. Und das ist das, was von der Religion beabsichtigt ist. Dies ist auch von Glaubensbekenntnis beabsichtigt. Was bedeutet, dass du ein Diener bist? Was bedeutet das, dass du ein Diener bist? Es bedeutet, dass du nichts von den Angelegenheiten besitzt, die du hast. Alles, was du besitzt, ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles, was dir in Anführungszeichen Besitz, all dein Besitz, ist von Allah azza wa jal für dich. Das ist eine Gunsterweisung Allah an dich, um zu zeigen, ob du wirklich dankbar bist oder tatsächlich ein Verleugner gegenüber Allah azza wa jalla oder ein krankes Herz gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala hast. Dies bedeutet, dass du nicht von den Angelegenheiten, nicht besitzt du, nicht mal ein Stück Sauerstoff für dich allein, nicht etwas, was wir tragen, ist von Allah subhanahu wa ta'ala, was wir in uns einnehmen, ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Kraft, die wir haben, ist von Allah azza wa jal. Alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala, weil du was? Du bist ein Abd, du bist ein Diener, du bist ein Eigentum Allah. Und vielmehr ist es ein Besitz deines Herrn. Ein Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala. So wie du und ich von ihm erschaffen worden sind. Du bist sein Besitz und ich bin sein Besitz. Mit anderen Worten, bekommst du, und jetzt hört gut zu, mein lieber Bruder und Schwester,
bekommst du das Bewusstsein, dass so etwas von dem, was du hast, tatsächlich besitzt und dass du die freie und absolute Verfügungsgewalt darüber hast, so bedeutet dies, dass deine Anbetung vermindert ist. Wenn du glaubst, dass du der Besitzer und Herr von den Dingen, die du hast, der alleinige Verwalter von diesen Angelegenheiten, dann ist deine Anbetung vermindert. Dann bist du wirklich nicht vollkommen ein Abd zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der wahre Besitzer ist einer, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kann es sein, dass du besitzt und er besitzt? Wie kann es sein? Er ist der wahre Besitzer. Er ist der wahre Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist derjenige, der es verdient, angebetet zu werden, subhanahu wa ta'ala. Nur er, azza wa jal. Und wir sind angehalten, das, was wir bekommen, im Auftrag von ihm, als Verantwortlichen umzugehen, damit wir auch Allah azza wa jal gefallen und seine Gunsterweisung weiter erhalten von ihm. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa taqaddas. Wenn du etwas besitzt, so sagt die Grundlage des Fiqh. Die Grundlage des Fiqh sagt Folgendes. Der Diener, ja nicht du und ich, der Diener und das, was er besitzt, gehört seinem Herrn. Was du besitzt und ich besitze, gehört unserem Herrn. Denn er ist der wahre Besitzer. Der Gläubige kann nicht ein Diener Allah sein, bis er sich Allah fügt und einzig und allein ihm gehorsam ist. Es gebührt einem Gläubigen auch nicht, dass er die Rechte Allah im Geld zurückhält, wenn er sieht, es ist Bedarf. Es gebührt einem Gläubigen auch nicht, dass er geizig gegenüber den Rechten Allah ist, die von den Pflichten bis zu den freiwilligen Taten alles geregelt haben. Zu den Ausgaben, zu denen Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen ermutigt, gehören die Ausgaben gegenüber seiner Familie, gegenüber seinen Eltern, gegenüber Waisen, Armen und Moscheen. Die Rechte Allah sind nicht begrenzt nur auf die Zakat, sondern alles, was mit Armen, Waisen und auch die Dinge, die verwaltet werden und der Ummah zugute kommen, wie zum Beispiel Moscheen, muss von den Muslimen unterhalten werden. Ich meine, sie müssen spenden, wie bei uns hier die Moscheen, dass sie der Ummah zugute kommen. Denn diese Art von Häusern, egal wo sie sind ein Versammlungsort für dich und für mich, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala bei ihm Gast sein dürfen und auch für diesen Verbleib, diesen wunderschönen, reinen Ort auch beibehalten. Und dafür müssen wir auch spenden. Die Zuneigung der Menschen kann nie gestillt werden. Deine Zuneigung, wenn du sie nicht kontrollierst, kannst du nie Herr über sie werden, wenn sie ihre Zuneigung verfolgen. Denjenigen geht es wie jemanden, der Durst hat und Wasser mit Salz trinkt. Sein Durst wird nie gelöscht. Nie. Weil ständig hechelst du hinter deiner Zuneigung und Gelüste. Essen, trinken, anziehen, kaufen, verkaufen, bist beschäftigt nur mit dir selbst. Eigentlich ist es ein erniedrigendes Verhalten von einem Menschen, wenn er sich aufhalten lässt von den Dingen und nicht Allah subhanahu wa ta'ala sich unterwirft. Denn ihm geht es wie jemanden, der Durst hat und Wasser mit Salz trinkt, sein Durst wird nie gelöscht. Darum empfindet derjenige, wer auch immer seine Gelüste folgt und sich still, nur einen stärkeren Hunger gegenüber seinen Wünschen, bis sie an eine Position ankommt, die als Sucht bezeichnet wird. So ist es fast unmöglich, sich davon zu trennen. Der Grund dafür ist, dass die Gelüste und Wünsche ihn mittlerweile kontrollieren. Die Gefährten des Propheten, das sind unsere Vorbilder und deine Vorbilder. Meine und deine Vorbilder, das ist der Prophet und seine Schüler und die Nachkommenden und Nachkommenden. Wie waren sie in dieser Situation? Hört ihr diese Geschichte an, mein lieber Bruder. Wenn sie etwas taten, etwas verkaufen oder kaufen, den Tag der Auferstehung vor Augen,
Sie haben den Tag der Auferstehung vor Augen. Und dies ist der Sicherheitsfaktor, der die Seele erzieht, standhaft zu bleiben und am Tag der Auferstehung erfolgreich zu sein. In der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam brauchte ein Weiser eine Palme seines Nachbarn, die an der Grenze seines Platzes war. Sobald er den Inhaber, sie ihm zu geben. Der Nachbar lehnte dies ab, worauf er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und ihm dies berichtet. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dem Besitzer der Palme, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm, wenn er den Mann diese Palme gebe, eine Palme im Paradies geben würde. Doch der Besitzer lehnte es erneut ab. Er lehnte es vorher ab, dann kam der Prophet. Und der Prophet ist der Garant. Und wenn er etwas sagt, dann meint er das auch. Aber er lehnte ab, weil sein Herz mit Dunya verbunden ist. Zu dieser Zeit war ein Mann anwesend, der die Unterhaltung des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem Palmenbesitzer hörte. Und dieser heißt Abu Dahda. Abu Dahda ging zu dem Besitzer der Palme und sagte zu ihm: Verkaufst du mir diese Palme gegen diese Palmenplantage? Yani diese Palme gegen Palmenplantage. Die Überlieferer des Hadith sagten, auf der Plantage von Abu Dahda waren 600 Palmen. Nur zur damaligen Zeit war das schon ein gewaltiger Besitz. Natürlich nahm der Mann das Angebot an und Abu Dahda kaufte diese Palme im Wert seiner Plantage, die 600 Palmen beinhaltet. So ging Abu Dahda zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er die Gunst der Stunde erkannt und dieses Geschäft ihm nicht entgehen lassen wollte, weil er etwas gehört hat und jemanden es abgelehnt hat, sagte er, das ist mein Gunst der Stunde, damit ich zumindest etwas habe, was ich am Yawm al-Qiyamah im Jannah finden werde. Und er ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem er dieses Geschäft vollendet hat. Er sagte zu ihm, O Gesandter Allah, ich habe diese Palme gekauft mit dem Wert von 600 Palmen. So gib ihm diese Palme. Wem? Demjenigen, der sie gebraucht hat. Subhanallah. Er sagt, so gib ihm diese Palme. Dies bedeutet, gib sie dem Weisen, der sie benötigt, O Gesandter Allah. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie viel gewaltige, große Ifqin darah, Ifqin hat Abu Dahdah im Paradies. Denn das, was er, diese Büschel, dicke Büschel von Palmen, und diese Palmen, wie viele von ihnen, die großen, gewaltigen, zahlreichen im Jannah, hat Abu Dahdah jetzt erreicht und die Zusage von Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er ist ein Büschel vom Dattel. So gab Allah subhanahu wa ta'ala Abu Dahdah viele große, gewaltige Büschel von Datteln, weil Abu Dahdah im Angesicht Allah, und er hat hier diese Ubudiyya, die Anbetung, verwirklicht, indem er sie umgesetzt hat und Allah subhanahu wa ta'ala für Allah azza wa jal es zur Verfügung gestellt hat, weil er die Gunst der Stunde erkannt, und diese Gunst der Stunde kommt und geht und er wollte sie nicht verfehlen. Radiyallahu anhu wa ardah. Damit wir verstehen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was das bedeutet. Wenn wir hören Palme, dann hören wir Palme. Aber im Paradies, was ist das für eine Palme? Nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Was ist das für ein Besitz? Nur Allah azza wa jal weiß es. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt mit seinen Worten, indem er sagt, was ein Auge nie gesehen hat, was Ohren nie gehört hat, was noch kann sich jemand dies vorstellen? Noch kann sich jemand so etwas vorstellen? So viel Büschel von Dattel, er wechselte und tauschte eine Palme gegen eine Plantage, die 600 Palmen besessen hat. Für wen? Für Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa taqaddas. Danach ging Abu Dahdah radiallahu anhu sofort nach der Vollendung dieses Geschäfts. Verkaufen, gekauft. Sofort ist er gegangen. Wohin ist er hingegangen? Nachdem der Prophet es ihm angenommen hatte, dieses Geschäft von ihm angenommen hat. Stell dir vor, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von dir ein Raka, ein Euro,
Und Allah subhanahu wa ta'ala yuzakkiha, yani vermehrt sie am Yawm al-Qiyamah, weil du etwas für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben hast. Stell dir das mal vor, mein lieber Bruder. Stell dir so etwas vor. Du kaufst ein Jannah mit etwas, was hier vergeht. Subhanallah. Subhanallah, warum sind wir so zurückhaltend mit Ausgaben? Warum? Allahu alam, warum? Die Herzen, Allahu alam. Danach ging Abu Dahdah sofort, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam es von ihm angenommen hatte, und teilte ihm mit, dass Allah es von ihm angenommen hat. Subhanallah, angenommen hat. Und er nimmt nur von einem Zaki, von einem Gottesfürchtigen, sonst nimmt er von niemandem. Li'an Allah tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala ist gut, und nimmt nur das Gute an. Und teilte ihm mit, dass Allah es von ihm angenommen hat. Er berichtete, was Allah für ihn vorbereitet hat. Und Abu Dahdah ging zu seiner Plantage. Er besaß zwei Stück. Eine vom oberen Teil der Stadt und eine andere am tieferen Teil der Stadt. Und er sagte, ich gab Allah das Beste. Guck, ich gab Allah das Beste. Yani nicht, ich mache jetzt ein profitablen Geschäft. Das, weil er wusste für Allah. Ich gab Allah das Beste, was ich besaß, sagt Abu Dahdah. Abu Dahdah fand seine Frau in der Plantage mit ihren Kindern und sie hatte etwas gearbeitet. Er rief sie, Oh Abu Dahdah, komm raus, ich habe die Plantage Allah gegeben. Ich habe diese Plantage Allah gegeben. Sie sagte zu ihm, und schau dir diese schöne Antwort. Und wie schön, wenn unsere Frauen und unsere Schwestern auch so wären wie Umid Dahdah. Wie sie zu ihrem Mann sagte, andere Frauen würden trauern. Diese Frau sagte zu ihrem Mann, du hast eine erfolgreiche Tat verrichtet. Du hast erfolgreich gehandelt. Denn diese Umid Dahdah wusste, wo das ist. Sie wusste und sie kannte Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie wusste und sie kannte ihr Mann, wie er verwalten würde, wenn etwas für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben wird. Du hast eine erfolgreiche Tat verrichtet. Abu Dahdah, so ließ sie die Dattel um Dahdah. Sie ließ ihr Dattel an der Hand gehabt. Und so kannst du es in der Riwaya von Muslim und al-Bukhari und al-Hakim und in Sunan nachlesen. Hat sie liegen lassen, hat sie hingelegt. Warum? Warum, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester? Und verließ diese Plantage. Warum? Weil sie jetzt Allah gehört. Sie gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dahdah starb. Schaut. Hört ihr das an? Er starb. Rahim Allahu Abu Dahdah wa radiyallahu anhu wa ardah. Und Abu Dahdah starb und der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete selbst seine Janaza, und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Janaza gebetet hat, dann war das für den Toten immer eine Barmherzigkeit und eine Vergebung. Zugleich bei seinem Janaza danach, sofort nachdem er beerdigt wurde, gab es eine Unterhaltung zwischen den Sahaba radiallahu anhum untereinander und sie bezeugten etwas für Abu Dahdah radiallahu anhum. Der Gesandte sagte, wie viel Itqin für Abu Dahdah im Paradies hängen, yani hängen in Palmen, berichtet von Muslim. Das bedeutet, Abu Dahdah ist im Paradies. Subhanallah, er ist im Paradies. Wo wir hinwollen, Abu Dahdah ist schon dort. Yani versprochen, ein Bushra von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meine liebe Geschwister, die Frage, die sich jetzt stellt, wo sind die Plantagen heute? Wo sind sie? Wo sind sie jetzt? Ja? Wo ist seine Palme? Die Palmen, die sie enthalten. Wo ist derjenige, der sie ihm gab? Wo ist derjenige, der es benötigt? Wo ist der Geizige? Wo ist der? Allahu bihi ali. Alle sind tot. Alle Palmen sind zu Staub geworden. Auch die Plantagen. Aber eines ist für Abu Dahdah geblieben. Im Paradies ist das, was Allah ihm vorbereitet hat. Meine lieben Geschwister,
Wehe demjenigen, wehe demjenigen, ein Nasiha an mich und an euch, wehe demjenigen, der die Rechte Allah zurückhält und geizt. Wie zum Beispiel das Zakat. Oder er geizt bei Dingen, denen er auch spenden könnte. Geize nicht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er ist großzügig zu dir und zu mir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu denjenigen, die geizen. Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, yani fi sabillah ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe am Tag, da im Feuer der Höhle darüber heiß gemacht wird und damit ihre Sterne und ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden. Warum, mein lieber Bruder? Warum wird das so detailliert? Weil derjenige, der hat, der geht nach Hause, er legt sich hin. Er sitzt in Ni'am, yani in Ni'am, die Allah ihm gegeben hat. Er sitzt, er liegt, er mit seinem Boden. Genauso wird er dementsprechend, wie er geizig war gegenüber Allah, auch bestraft. Das ist die Bedeutung dieses Verses. Das ist, was ihr für euch selbst gehortet habt, nun kostet, was ihr zu horten pflegtet. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Meine liebe Geschwister im Islam, reinigt euch und euer Geld mit Ausgaben, die Allah liebt und die ihm wohlgefallen, wie in unserer Zeit, wie in uns Projekte, die da immer zugute kommen, wie Moschee. Seid Nachahmer von Abu Dahdah, radiallahu anhu, der im Angesicht Allah das Beste, was er besaß, ausgegeben hat, in der Hoffnung, dass wir, wenn wir auferstehen, auch so etwas Ähnliches vorfinden wie Abu Dahdah. Und das ist möglich bei Allah, Azza wa Jalla, mein lieber Bruder, meine liebe Geschwister. Alles ist möglich. Allah subhanahu wa ta'ala ist Rahim, barmherzig. Tu, und Allah Azza wa Jalla wird es dir leicht machen. Ana wa sallu wa sallim wa yarhamukum Allah, ana man ballagh al-balagh al-mubin, ana an-nas ajma'in ila sirat al-layl mustaqim. نبيكم المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا إن الله وملائكته كما قال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم ارضى عنا معهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.